Was Kondensstreifen am Himmel mit Elementarteilchen zu tun haben, wollen wir untersuchen. An schönen Tagen kann man dieses Phänomen häufig am Himmel beobachten. Die Rede ist von Kondensstreifen. Der Kondensstreifen gibt Aufschluss über Flugrichtung, Geschwindigkeit und Triebwerksanzahl. Den Kondensstreifen kann man nutzen, um winzige Teilchen sichtbar zu machen. Eine Apparatur, die Teilchenspuren sichtbar macht, nennt man Nebelkammer. Für deren Entwicklung wurde Charles Wilson mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Hier am 2. Physikalischen Institut der Universität Göttingen steht so eine Kammer. Schaut man durch die Glasplatte in sie hinein, so bietet sich einem ein Schauspiel fast hypnotischer Wirkung. Kondensstreifen unterschiedlichster Form und Größe entstehen schlagartig, um kurz darauf wieder zu verschwinden. Was erlaubt es uns nun aber, diese Bahnen zu sehen? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns an den Hersteller einer solchen Nebelkammer gewendet. Die Nebelkammer, das ist wie ein Flugzeug, also da fliegen radioaktive Teilchen und wir können Spuren von diesen Teilchen sehen. Das ist eigentlich ein Teilchendetektor. Die Nebelkammer besteht aus einer Kältemaschine, die sich unten befindet und oben befinden sich die Heizungsdrähte. Also der Alkoholdampf, in diesem Fall Isopropanol, wird praktisch geheizt von der Heizung und dann geht runter zur Kältemaschine. Und so übersättigt sich der Dampf. Und wenn ein Teilchen durch diesen übersättigten Dampf fliegt, dann sehen wir eine Spur wie von einem Flugzeug. Die Funktionsweise der Kammer ist nun klar. Doch was sind das eigentlich genau für Teilchen, die wir da sehen? Dazu haben wir Herrn Privatdozent Dr. Jörn Großeknetter von der Uni Göttingen befragt. Wir werden von verschiedensten Arten Teilchen umgeben. Die eine Sorte kommt aus der natürlichen Radioaktivität, das sind die sogenannten Alpha-Beta-Gamma-Teilchen. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannte kosmische Strahlung. Die entsteht, wie der Name schon andeutet, eher außerhalb der Erde und durch Reaktionen in der Atmosphäre entstehen dann wieder Teilchen, die auf dem Erdboden ankommen. Und diese Teilchen haben eins gemeinsam, die sind ionisierend. Das ist die Möglichkeit, über die wir sie nachweisen können. Jetzt haben wir gezeigt, wie man mit Nebel die unsichtbaren kleinen Teilchen des Mikrokosmos trotzdem sichtbar macht. Wir zeigen also Quantenmechanik in Action. Mit diesem Messaufbau kann man erforschen, was die Welt im Innersten zusammenhält.